Baggerschiffe auf dem Yangtze. Dann hast du aber alles drauf. Das ist normal, das geht nicht anders. Ein Holzfrachter. Ein anderes Kreuzfahrtschiff auf Gegenkurs. Eine riesige Schrägseilbrücke überspannt den Yangtze. Landgang im Regen. Auf einer Hängebrücke geht es zur Insel mit der Pagode. Eingang zur Pagode, die wir besichtigen wollen. Hallo, links. Diese Mauer wurde gebaut, nachdem der Yangtze aufgestaut wurde. Oben auf dem Felsen ist die Pagode. Zurück, ein Blick zurück auf unser Schiff. Stein, das ist ein Geschenk von Gott. Und dann man baut durch die Pagode, so ursprünglich, das ist für Militärische. In China, viele dieser Pagode, das ist nicht die andere Funktion, sondern zuerst für diese Militärische. Das ist gegen diese Feinde, um diese Informationen zu kriegen. Und dann später, dann kommen da immer diese Kalligrafen oder Dichter, sie schreiben die schöne, sie möchten diese schöne Landschaft, Umgebung loben. Und dann sie schreiben sie solche, diese Zeichen, sie kennen das nicht. Also um die schöne Landschaft, diese Lokale etwas zu beschreiben. Und dann kommen mehr und mehr Touristen und machen diese Pagode mehr bekannt. Diese Pagode hat eine Geschichte schon 500 Jahre. Und die ganze Pagode ist 56 Meter hoch, es gibt 12 Stockwerke. Ursprünglich waren nur 9 Stockwerke. Aber in 1956 haben wir andere, extra 3 Stockwerke addiert. Und dann also später können wir also ganz zum Gipfel, also für die erste Grube besser, sonst später zu unmöglich. Das ist ziemlich eng. Du kann nicht, ich bin noch stark. So eine liebe Frau, noch unmöglich, ich glaube, also zu eng. Ja, da waren nach vorne Träger. Ja, genau. Okay, und dann so gehen wir nach oben, also gehen wir nicht demselben Weg hier, nicht zurück, sondern okay. Über jede Brücke, dann durch die Markt und dann zurück zum Schiff. Okay, dann gehen wir nach oben. Die Einheimische, ja, zu schützen, ja, dieses eigene Land und gegen die Feinde. Ja, nur diese Beschreibung. Ja. Und dann zunächst, heute. Noch weitere 100 Stufen. Jenny, wenn du willst, komm mal hier hin. Ja. Jenny! Du musst den Bruder küssen. Ach wie, ach jetzt weiß ich. Wir müssen noch ganz hoch.
Ziemlich neblig heute. Das ist gegen die Teufel, aber kein Bund. Nee, das ist ein Fürst, ne? Das ist aber auch, das ist schon, wann ist das? Wo ist unser Garten? Nicht neu. Das ist ein ziemlich bekannter Schiedsrichter. Das geht um die Militär. Das heißt also, wie, das ist ein Mankale von diesem bekannten General, ja, diese Kraft oder diese wie Recht, Kraft, ja, beeinflusst, also viel Glücks. Also man baut solche, diese bekannte Statue von General, da kann man also diese, hier in diesem Gebiet dann gut schützen. Das ist diese Bedeutung. Also ein General ist das. Aber das ist weiter. Hat ihr auch was? Was ist das? Ja. Hallo. Komm, du musst mal den Schirm halten, oder? Die Hängebrücke, über die wir gekommen sind. Was soll ich damit? Das ist der Beste. Ja, ich halte. Pagode vor der Flutung des Yangtze. Wie hoch ist das jetzt der höchste und das Wasserstand? Das ist die Pagode, wie sie jetzt ist, nach der Flutung, mit einer Flutschutzmauer umgeben. Pagode bei niedrigem Wasserstand und Pagode bei vollgefluteten Yangtze. Fußlahme können sich in diesen Sämpfen tragen lassen, sogar mit Regenabdeckung. Motorradwäsche im Yangtze. Es geht wieder zurück über die Kettenbrücke. Auf Ponton geht es zurück zum Schiff, zur Century Star. Das Empfangskomitee. Thank you.
Authority and Board Central Staff. 好，谢谢各位嘉宾。那么接下来，让我们热情掌声，有请本船一船之长李光荣先生、酒店经理胡玉亮先生。尊敬各位嘉宾，那么首先呢，站在我身旁的这一位便是本船的一船之长李光荣先生。The first gentleman standing beside me is our captain, Mr. 李。李光荣先生是一位非常优秀而且经验丰富的船长，他在长江的航行已经有超过30年的时间了。本航次在他的保驾护航之下，相信会是一次愉快、开心且安全的旅程。Our captain, Mr. Li, he is one of the most known for his objects. You can tell he is the executive head chef and board central staff.好，敬各位嘉宾。那么接下来，让我们再一次以热情掌声，有请本船一船之长李光荣先生为各位嘉宾致欢迎词。大家掌声有请。Next, our captain, Mr. Li, he would like to give you his welcome speech. Let's welcome. Thank you. 谢谢。各位嘉宾，各位朋友，女士们，先生们。大家晚上好，我代表重庆新世纪邮轮股份有限公司和世纪之星轮全体员工，热情地欢迎朋友们乘坐世纪之星轮游览长江三峡。世纪之星轮是一艘由国家旅游局授牌的五星级。Hello.
Wir fahren jetzt in die erste und angeblich auch schönste Schlucht des Yangtze rein. Das Schiff macht natürlich sehr viel Dreck. Abgas. Yangtze ist hier aufgestaut mit einem Yangtze-Staudamm, mindestens 100 Meter höher als früher. Über 1 Million Menschen mussten umgesiedelt werden. Die Schlucht wird hier sehr eng. Es ist auch ziemlich kalt. Naturtoilette. Eine Naturharmonie, gell? Gleich haben wir die Schlucht passiert. Das Schiff kommt wahrscheinlich aus. So, jetzt sind wir schon fast am Ende der ersten Schlucht. Einige Minuten Linksseite. Linksseite von. Im Felsen gibt es Höhlen. Eine Hollywood-Schaukel an der Kette. Und das ist ein Nebenarm des Yangtze. Ein reger Kreuzfahrtschiffverkehr auf dem Yangtze.
Unter Deck gibt es einen Fitnessraum. Folgt jetzt die zweite Schlucht. Leider sehr trübes Wetter. Oben auf dem Berg steht eine Pagode. Tolle Brücken überspannen immer wieder den Fluss. Blick aus unserer Balkonkabine. Der Fernseher läuft mit BBC World. Jetzt geht's mit kleinen Schunken weiter auf den Abend. Stefan, hörst du? Safety first. Das heißt wie Gott, wie eine Frau oder Freundin
So deswegen sagt man diesen Fluss, also Sengdü, also Göttingfluss. Aber warum sagt man, das ist Göttingfluss? Davon gibt es eine Geschichte. So früher, oder es wird gesagt, also sieben, ja, diese Schönheiten, so hier, schon gebadet, hier, in diesem Fluss. Aber wirklich eng hier.
und nun laufen wir. Das sind Außenbordermotoren da. Weiter gehen verboten wegen Steinschlaggefahr. No admittance. Gibt auch Rafting-Touren auf diesem Fluss. Das ist ein Wasserkraftwerk. Jetzt geht es wieder zurück zum Kreuzfahrtschiff. Thank you. Andere Familie. Ja, das war nicht so. Sie haben schon lange Zeit und also viel Geld für ihre Tochter ja, also ausgegeben. Ja. Und dann, das ist eine große Lust. Ja? Und dann? In der Schleuse. Der Wasserstand sinkt, es geht abwärts. Insgesamt sind 5 Schleusenkammern hintereinander, die wir passieren müssen. Schiff war es. Naja.
diese Halbinsel, und dann, ja, können wir diese ganze Sperren von dieser Halbinsel an beiden Seiten gibt es auch diese vier Kanal vom Ganzes. Und dann so, wir können diese Schiffsschleuse bauen, und dann diese Überflutungsschleuse bauen, und dann diese das zukünftige Schiffsreperfekt bauen. So, die Arbeit begann in 1994, also am Ende 2015 wird ganz vollkommen fertig. Das heißt, bis jetzt ist noch fertig. Nur das zukünftige Schiffsreferwerk nicht fertig gebaut. So, dieser Tor, Eisentor, ist 38,8 Meter hoch. Die Schiffsschleuse, durch die wir gestern gefahren sind. Dick und 850 Tonnen im Gewicht. So, gestern waren wir hier oder nicht? Ja. Nein. Das ist stumm auf. Ja, so diese rechte Seite, das ist für die Schiffe von Yichang nach Chongqing, also stumm auf zu fahren. Aber gestern fahren wir auf der linken Seite. Ja, Dankeschön. Strom aufwärts und Strom abwärts. Ja, das ist ein, Sie können diese Faserspul ja sehen. Ja, Faserspul, ja, kann man mal sehen. Ja. So jeder, wie hoch? Ich würde Ihnen eigentlich erzählen, warum so hoch, warum das ist eine 22 Meter hoch und so weiter. Auf der rechten Seite sieht man solche diese Meterzeichen, rechts auf der Wand, schon gesehen, diese 90, 95 und so weiter. Ja? Es ist so, ja, also bekomme ich keine Bälle. Und so, es ist so, dieser Staudamm, das Wasserstand hinter dem Staudamm, so später kann man sehen, da sieht das wie eine Spiegel, ja, ganz ruhig, Wasserstand 173 Meter. Und zwischen Staudamm, gestern waren wir hier, ja, so von dieser vorigen, ja, diese Richtung, und dann nach unserer Richtung, ja, also von oben nach unten, ja, kann man mal sehen. So, diese rote Ampel, das heißt so hier, das ist schon ähnlich wie die Verkehrsampel. Ja? So, das kann man nicht hinein. Eine grüne Ampel, okay, kann man hinein. 2 Meter dick, 38,5 Meter hoch, 850 Tonnen im Gewicht. Ja? 280 Meter lang, 34 Meter breit, 5 bis 6 Meter tief. Aber das Schiff normalerweise 2,5, 2,8 Meter tief im Wasser. Und so, ja, später, ja, so können wir zur anderen Seite, ja, diese. Unglaublich. Rolltreppen führen uns zum Aussichtsturm, zum Aussichtsberg, wo wir die große Übersicht über den Staudamm haben. Durch diese Stromleitung wird der erzeugte Strom befördert. 26 Turbinen sind im Maschinenhaus des Wasserkraftwerks. Hold the handrail, do not lean against the side. Please take good care of sinews. Please take good care of sinews. Elevator is going up. Gleich haben wir den Aussichtspunkt erreicht. Ein Blick auf die Schleusenanlage. Und jetzt der Blick auf den Staudamm, die größte Wasserbauanlage der Welt. Es handelt sich um einen geraden Damm. Man kann deutlich den Höhenunterschied sehen zwischen rechts und links. 150 Meter Unterschied. Und nochmal ein Blick auf die Schleusenanlage. Zwei von den insgesamt fünf Kammern. Jeweils ein Kammersystem für aufwärtsfahrende Schiffe, ein Kammersystem für abwärtsfahrende Schiffe.
Zu dieser Seite nicht deutlich. Die Schwelle ist an diese auffällige Farbe. In diesem Gebäude entsteht noch ein Schiffshebewerk. Um das Buch. Läuft. Aber normalerweise sechs Schieber hinein. Das ist eine Fahrrichtung. Dieser Schwein. Der Aussichtspunkt ist 262 Meter hoch und ein Panoramablick über den Dreischluchtendamm. Der Damm ist 2,3 Kilometer lang und hat eine Höhe von 185 Metern. Nicht 32. Aber später werde ich nachher gegen erzählen. 42. Nicht der Röhre, nicht der niedriger. In jeder Schleusenkammer werden die Schiffe 22 Meter rauf bzw. runter befördert. 5 × 22, 110 Meter Höhenunterschied können bewältigt werden mit 5 Schleusenkammern. Und hier hast du mal diese grüne Farbe, diese Fäuste, diese Häufung. Da sehen wir die Symbole, also die Symbole. Das Maschinenhaus ist unterhalb des Damms. Dieser Aussichtsturm ist mit einem unheimlichen Aufwand gebaut worden. Rolltreppen nach oben und dann diese Anlage hier. Mit einem künstlichen Wasserfall. Um diese Pferde, die im Mittellauf, Unterlauf, also sie brauchen mehr Wasser, um diese Ackern. So später fahren sie mit dem Bus oder Zug dann nach Uham und dann oder morgen für sie auch. Und dann so unterwegs sehen sie große Ebene, ja, im Mittellauf des ganzen Flusses. Da braucht man viel Wasser, aber im Winter nicht genug. Und dann so muss man im Winter so diese Wasser sperren und dann nächstes Jahr im Frühling, also das Wasser, und dann so wir können langsam ein bisschen, ja, nicht so wie im Sommer, durch diese, diese Überflugschleuse ablassen. Also zu viel Wasser, ja, wissen wir. In der ersten Schleuse sind die Schiffe kaum noch zu sehen. Schon 22 Meter abgesenkt. Gleich geht das erste Schleusentor auf. Thank you.
Nochmal. Das Schiff sinkt ab in der Kamera. Achso, und dann macht ich den. Baustelle des Schiffshebewerks für kleinere Schiffe. Ich habe eben gesehen, wo eine große Kabeltrommel befördert wurde. Also mache ich da nochmal Foto und dann ist aber auch gut hier von dem Kram. Nochmal ein Blick auf den Damm. Die roten Kräne vorne sind dafür da, einen Schott einzusetzen, wenn die Schleusentore ausgetauscht werden müssen. Nach 3 Tagen verlassen wir das Schiff. Deswegen haben wir diese Stahl einer Forschung. Heute kommt diese.
recht großes Gelände hier für die Störaufzucht. Wir befinden uns in einem Störinstitut für die China-Stör. Dies ist ein ausgestopftes Exemplar. Spricht man oft von 1000 oder 10.000 Jahren. Für die Geschichte der Störer allerdings erscheint selbst eine solche Zeit zu gering. Fossilien vom Vorfahren des China-Störs sind in Erdschichten der Kreidezeit entdeckt worden, die 140 Millionen Jahre in der Vergangenheit zurückliegt. Das Institut beschäftigt sich mit der künstlichen Aufzucht von Stören. Der China-Stör war vom Aussterben bedroht nach dem Bau des Staudamms, da er nicht mehr zurück zum Meer konnte. Der Bau einer Fischtreppe wäre viel teurer geworden als die künstliche Aufzucht. Das ist ein Stück. Das ist ein Karpfen. Was? Ja, wieder ein Karpfen. Ja. Ja. Hier haben wir einen Drehwurm. Die Störe schwimmen zu den Oberläufen der Flüsse und laichen dort. Und die Jungfische finden mal wieder ihren Weg zum Meer. Und dieser Weg ist versperrt durch den Dreischluchtendamm. Thank you.
Verkehrspolizei. Bei Walmart kann man sich die Fische aussuchen, die man kaufen will. Und der Held, Justin. Hotel in Yang, der vorletzten Station vor Shanghai.